Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch zum zweiten Mal auf dem Kanal ein Bier aus Liechtenstein. Und zwar das Clubbier Nummer 4, Hoppla, Hoppi Lager. Und Hoppi Lager, Hoppla, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es da doch ein Bier von der Kammer Bavaria gab. Und das hieß genau auch Hoppla, Hoppi Lager. Und daran erinnere ich mich wieder, dass der Johannes Kugler, Braumeister von Brewage, mal gesagt hat, es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, einen coolen, kreativen Namen für ein Bier zu finden. Und ja, beim Hopfigen Lager ist das wohl der Fall. In Liechtenstein hat man also auch einen Hoppler, wobei ich jetzt keinem unterstellen will, dass er beim anderen abgeguckt hat. Keine Ahnung, wer da von den beiden zuerst war. 4,9 Volumenprozent Alkohol, kaltgehopft, naturtrüb, nicht pasteurisiert. Und ja, das Ganze hat 11,8 Grad Stammwürze, 28 Bittereinheiten, also noch nicht mal so im richtig aggressiven Pilzbereich. Und die Flasche ist jetzt ja, ein paar Minuten aus dem Kühlschrank draußen. Ich würde auch sagen, Lagertemperatur zwischen 6 und 8 Grad. Schöner Kronkorken obendrauf vom Liechtensteiner Brauhaus. Und die Liechtensteiner Brauhäusler sagen auf ihrer Homepage, sie haben dieses Bier gebraut als Alternative zum Pilz, die nicht ganz so bitter ist. Finden wir raus, schauen wir mal, ob sie damit recht haben. Kronkorken ging jetzt etwas schwerer auf. Da ist noch Wasser drin, das bringen wir noch raus. Und dann, oh, das ist aber eine... Oh, das ist eine fast schon strohgelbe Farbe, also nicht ganz so strohgelb, wie jetzt so manches Pilz sein kann, aber dann doch sehr, sehr helles Gelb. Intensiver Schaum obendrauf, das sind im Teko 2 Fingerbreit und der ist dann fein bis mittelporig. Ich hoffe, das jetzt nicht übertrieben gut am Glas. Das ist mal wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass man ein Bier brauen kann mit Hopfensorten, ohne dass es jetzt gleich nach Zitrone, Frucht oder sonst irgendwas riecht, sondern das ist einfach so eine schöne Hopfenblume, vielleicht ein bisschen grasig drin. Da ist aber auch kein Malz mit drin, vielleicht ein bisschen Kräuter, aber das ist rein so dieser richtig grüne Hopfen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bin jetzt kein übertriebener Pilztrinker, aber wenn das gut gemacht ist, mag ich das sehr, sehr gerne. Und dann wollen wir jetzt schon mal kauen, wie gut das gemacht ist. Cheers! Oh. Das ist dann doch, das ist die feine Klinge, ehrlich gesagt. Das ist mit sehr feinherben Tönen gemacht. Das ist überhaupt nicht bitter. Ganz im Gegenteil, es hat sogar so brotig-malzige Töne mit drin. Sehr, sehr leicht, aber nur und vielleicht ein bisschen ja, Zitrusfrucht. Aber dieses Bier lebt einfach von einer schönen, leichten Hopfigkeit. Und ohne eben diese ganz harsche Bittere zu brauchen. Also diese West Coast IPA Freaks, die kommen mit diesem Bier zweifelsohne nicht auf ihre Kosten. Aber wie gesagt, das ist so ein sehr feines, feinherbes Bier. Und da zeigt man auch mal, was man mit dem Hopfen machen kann. Und ohne kräftiges Malzbett, man hat einfach nur diese Hopfenblume da, mit der man arbeitet. Sehr, sehr schön gelungen. Von dem Körper natürlich ein sehr, sehr schlankes Bier. Da folgt man dann schon dem Pilzvorbild, was man ja ersetzen möchte. Schöne spritzige Kohlensäure. Definitiv ein erfrischendes Bier. Und hinten raus konzentriert sich das Ganze nochmal auf diese Hopfenblumigkeit. Halt jetzt nicht besonders lange nach, ist ein sehr, sehr schnelles Bier. Ein bisschen Zitrusfrucht hinten raus noch. Und ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber das ist definitiv ein Bier, das seinen Platz auch sehr, sehr gut
bei einer Sommergrillage irgendwo hat, was man an den See mitnehmen kann. Voraussetzt ist es gut gekühlt. Und dann da einfach im Sonnenuntergang genießen kann, ohne dass es jetzt irrsinnig schwer und kompliziert wird. Von ProbierTV gibt es deshalb für das Liechtensteiner Hoppla, das Hoppi Lager, 4 von 5 möglichen Punkten für das Liechtensteiner Clubbier Nummer 4 Hoppi Lager aus dem kleinen Liechtenstein und ein großes Bier aus einem kleinen Land. Und ich bin gespannt, es gibt ja noch das ein oder andere Bier da für mich zu entdecken, gerade aus dem Liechtensteiner Brauhaus. Und ich hoffe, dass der Martin Gammon, der mir dieses Bier mitgebracht hat, da mal wieder so als Bierbote fungieren kann, wenn er in Vorarlberg ist und vielleicht an das Bier herankommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Bier kennt, mir eure Meinung dazu schreibt, wenn ihr die Liechtensteiner Brauerei kennt, das Liechtensteiner Brauhaus, und mir sagt, welches Bier euer persönlicher Favorit ist. Vielleicht kann ich ja die eine oder andere Bestellung für mich aufgeben. Und dann das Bier, was ihr mir empfehlt, mal testen. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn ihr den Kanal abonniert. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.